Weg ist der Winzer bei der Arbeit. Der Thomas Schneider und der Waldi Röllin schauen, dass die Stickel in der Erde haben. Der Edi Wirsch ist am Sägissen und der Josef Muckli laubt aus. Aber was wäre ich schaffen ohne Musik? Der Erwin Küttel bloset den Kollegen den Marsch. Die fünf gehören zu 14 Weggissern, die zusammen den Rebberg pflegen. Am Wächtig sind Jagdinspektor, Hausabwart, Schmuckdesigner, Chefkoch und Zimmermann. In der Ebene und mit der Ebene zu arbeiten, ist etwas ganz anderes als die meisten Aufgaben, die wir haben in unserer technisierten Welt. Hier spüren wir die Natur und die bestimmende Kraft der Natur. Wir sind ein Teil der Natur. Wir sind auch demütig geworden, weil wir wissen, nicht wir haben sie in den Händen. Die Natur bestimmt zuletzt. Mit seinen 33 Jahren ist der Weggisser Rebberg einer der kleinsten in der Schweiz. Und er liegt am Fuss der Eggisbühler Kapelle. Aber kaum jemand weiss, dass unter diesen ehrbaren Holzbänken ein veritables Lager von Federweisser und Blauburgunder reift. Noch vor 15 Jahren war der Keller eine Grümpelkammer und der Eggisbühler Rebhügel eine Graslandschaft. Dabei hat Weggis ein ideales Klima. Der Vierwaldstättersee gibt Wärme ab und die Regie hält die kalten Nordwind zurück. Weggis war bis im 19. Jahrhundert ein Weinbaugebiet. Wo dann aber die Reblaus aus den USA eingeschleppt worden ist, sind viele Reben kaputt gegangen. Und mit der Einweihung der Gotthardbahn ist aus Italien günstiger Wein ins Luzernische gekommen. Von dort an haben die Weggisser kein Wein mehr produziert. Wir haben das Gefühl gehabt, nachdem da vor 100 Jahren noch ein fantastischer Wein produziert wurde, das müssen wir wieder machen. Das ist das Kulturgut. Das Kulturgut ist die Grundlage von Brauchtum auch. Und das Kulturgut weiterzugeben, das war eigentlich unser Hauptziel. Wo dann noch an einem Abend nach der Musikprobe diesen fünf Männern nicht einmal mehr das Bier geschmeckt hat, haben sie gespürt, jetzt muss etwas gehen. Zusammen mit 14 Kollegen haben sie den Weggisser Rebbergverein Eggisbühl gegründet. Bis allerdings die Beamten von Bern die Bewilligung für die Rebstöcke gegeben haben, hat Mengenstein müssen aus dem Weg geräumt werden. Es hat über 5 Jahre gebraucht. Im 89 war es endlich so weit. Der Eintrag im eidgenössischen Rebkataster ist gestanden. Heute produzieren die Weggisser im Jahr 2000 Flaschen Blauburgunder und Federweisser. Jeden Frühling kommen 1000 davon für die Dorfbevölkerung in Verkauf. Unser Wein hier, das ist ganz ein einfacher Landwein. Es ist ein ehrlicher Wein. Es ist unser Wein. Alle, die arbeiten, kennen es best. Und darum ist er für uns der beste Wein. Und das Beste ist meistens mit Arbeit verbunden. Aber nur meistens.